Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Und jetzt kommt ein Boss, den ich bisher immer gehasst habe. Denn, ja, das wird schwer werden. Das wird richtig schwer werden. Wir haben keine Magie, wir haben nur normale Standardheilung. Und nein, oh, ich habe schon wieder die Tasten verwechselt. Oh, was ist denn schwer los hier? Jedenfalls kommt jetzt ein sehr, sehr schwerer Boss. Ich habe den bisher immer geschafft. Ich hoffe, ich werde ihn jetzt immer schaffen. Ich habe mich mit den anderen noch ein bisschen gelevelt. Und ja, das dürfte jetzt machbar sein. Weil hätten wir Darky da so jetzt reingeschickt mit dem kleinen Level, sie hätte es nicht überstanden. Zumindest, ja, sie wird sowieso teils abschmieren, aber ich habe ja genug Heil- und Wiederbelebungsmaterial dabei und müsste sie dadurch auch ganz fix heilen können. Hier gab es auch, glaube ich, noch was in dem Raum hier drüben. Ja, bloß ein paar Stuhlgegner. Werde ich jetzt trotzdem aufgrund der Erfahrungspunkte killen? Den da auch. Also nochmal satt Erfahrungspunkte nachschmeißen, bevor ich mich dahin jetzt begebe. Ja, jetzt sind die auch wieder respawned. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gezappelt werde. Das ist mir beim Training ein paar Mal passiert und das hat mich extrem genervt. Aber mittlerweile dürften meine Skills, also meine Verteidigung und so, hoch genug sein. Super! Das hat jetzt echt noch gefehlt. Kannst du gleich heilen. Fängt ja super an. Wieder falsche Tür, Fledermäuse. Hau sie um! Das war's mit der Fledermaus. Hab jetzt keinen Bock auf die Viecher. Nix wie weiter. Ach, da war ja schon noch so ein Viech. Das sind nur eins. Jetzt ist die Tür offen, jetzt kann ich da auch weiter. Ich glaube, ich sollte Jenny vielleicht vorher nochmal einen Bonbon geben. Jo, Musik ist anders, jetzt sind wir nämlich ganz nah schon am Ziel dran, an der Hexe. Jetzt bloß zwei Stühle uns noch im Weg stehen. Das war's. Und da ist sie. Ih, Kinder, was wollt ihr hier? Na, wartet. Ich muss gerade noch diesen Typen zu Tantalus schicken. Helgen! Was hast du getan? Tura, wo ist er hin? Warum? Ich habe ihn zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Und Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Wie konntest du nur? So bin ich halt. Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern, später die ganze Welt. Aber genug geplaudert, ich verflüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Ja, erst macht sie den komischen Tarzan-Schrei und jetzt kommt gleich. Tür geht auf.
Oh mein Gott, da ist er ja. Das, dieses Drecksvieh. Steht auf, Leute. Ja, mehr Schaden kann ich ihm leider nicht machen, denn... Ja, jetzt steht er da oben und macht seine... Holt seine Damage raus. Ich muss die Waffen wechseln. Bei den beiden. Und zwar... Ja, jetzt macht er seine... Special Attack. Dual Bumerang. Das kann man leider nicht aufhalten, dass er das macht. Gott, meine Energie geht dahin. Ja, und das macht er auch noch. Ich hasse diesen Boss. Jetzt kann ich erstmal schön... schön Heilung nachrotzen. Scheiße, Daki ist schon fast am Boden. Kann ich erstmal heilen wieder. Lass sie los! Fuck, jetzt hat er mich auch noch. Komm schon! Boah, dieser Boss ist richtig arschig. Mit Magie werden die fast alle kein Problem. Jetzt habe ich Zeit, die müssen zu... Ach ne, brauche ich noch nicht. Noch nicht wirklich. Kommt schon. Schieß doch. Ja, jetzt schießt er nicht und ist zu spät. Kommt schon. Ey, genau da, wo ich hin wollte. Boah, du Drecksack. Schnell Bonbon. Weil Jenny sieht übel aus. Hat zum Glück jetzt keinen Schaden genommen. Ey, mit dem Kater ist nicht zu spaßen. Er ist besiegt! Er ist verdammt nochmal besiegt! Und weiter geht's! Den Bumerang behalten. Sag ich ja, Fernwaffen. Boah, die Musik ist so geil. Immer wenn wir einen Kampf gegen Boss gewonnen haben, kommt diese Musik. Na, fast immer am Ende. Dann nicht mehr so. Was wollt ihr noch? Hab Gnade mit mir! Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr, also... Hatte mir sein angeboten, dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesem Helgen sucht, er ist auch bei den Ruinen von Pandora. Ja, das wissen wir doch gerade. Nehmt euch den alten Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter am Lavatempel. Ihr betätigt ihn mit dem Wasserzauber. Ich will euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Mit anderen Worten, die Hexe ist jetzt eine nette alte Granny und wir kriegen jetzt ein sehr nutzvolles Item, nämlich die Peitsche. Und ohne die Peitsche wird es uns gleich helfen. Zum einen bringt sie uns weiter, zum anderen ist sie eine nette kleine Abkürzung wert. Zum Wasserpalast, denn ich glaube, da müssen wir als nächstes hin. Lavatempel kommt erst später. Denn ohne den Wasserzauber kommen wir nicht zum Lavatempel. Kann ich euch jetzt schon sagen. Warum, das werdet ihr in späteren Parts noch sehen.
liebe diese Musik. Es geht echt in die Ohren, die Musik von diesem Spiel. Pension brauche ich jetzt auch nicht, weil alle sind geheilt, weil das Level ist wieder gestiegen und ja. Ach nee, ich glaube, wenn man einen Boss besiegt hat, dann kriegt man mal volle Heilung. Wir müssen zu Hagen. Waki, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich muss dazu hängen, aber allein kann ich mich sowieso nicht... Kann mich sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit euch. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Ja, da hast du recht, Daki. Zu dritt ist alles viel einfacher. Deswegen eilen wir jetzt schnell zum Wasserpalast. Auf dem möglichst schnellsten Wege. Bam, nimm das Bogenratte. Und nimm das Bogenratte. Und nimm das Bogenratte. Okay, hat sich schon erledigt. Bam! Und bam! Und ja, bam. Hello, Mushroom. Stirb, Mushroom! Noch so ein Bienenvieh. Zack. Und zack. Und bam. So, und hier können wir jetzt die Peitsche benutzen. Und das muss Will machen. Quatsch, Will. Ach, ich denke schon wieder an Illusion of Time. Ich meine, ja, das muss ich machen. Ich werde die Peitsche mal ein bisschen behalten. Und zur Pension latschen, um regulär zu speichern. Bam! Na, schon tot. Ah, des Katers Hütte, klasse, hier kann ich nicht nur speichern und Sachen verkaufen, sondern mich auch ausruhen. Das habe ich auch gerade erstmal nötig. Tam 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 tam. Und schon sind wir gespeichert, also ach, gespeichert. Und schon sind wir wieder voll Energie. Wenn wir jetzt natürlich weniger KP hätten. Da wir aber die schon haben, hat sich das erledigt und wir haben nur gespeichert. Ich fehle manchmal in der Aussprache. Sorry, Leute. So, Wasserpalast. Mal sehen, was du zu sagen hast. Ich gebe dir Kraft.
Spiel speichern? Ja. Froster, die Patronin des Wassers, lebt in der Höhle hinter dem Wasser. Wasserfall rechts von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr. Das Siegel zu diesem Palast scheint zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Okay, okay, Leute, ich weiß, was jetzt kommt. Ihr werdet es gleich sehen. Ich statte meine Freunde schon mal mit anderen Waffen aus. Sie kriegt wieder die Axt. Jenny. Ja, was gebe ich Jenny? Ich glaube, die Knuckles waren da recht. Die Klaue waren da recht effektiv. Okay, gut. Ich bin gerüstet. Heilung müssten wir auch noch genug haben vom letzten Kampf. Wir haben, glaube ich, nur Bonbons verschwendet. Hier sind schon Gegner. Aber nicht so stark. Und obwohl doch, die sind ganz schön stark. Obwohl es nur Fische sind. Ziemlich böse Fische. Ah, Jenny hat Level 14 erreicht. Jetzt kommen wir auch da rein, weil das Siegel zu brechen scheint. Bam! Boah, die rotzen ganz schön weg, die Fische. Ich glaube, ich muss mich gleich wieder mit Bonbons heilen. Ich hoffe gerade so ein bisschen, dass meine Heilung noch ausreicht. Was zum... Lasst euch davon nicht täuschen, das ist kein normaler Gegner. Das ist bloß die erste Phase. Oh, oh, Darky ist sie nicht mehr. Ich sollte sie mal flugs heilen. Komm, verwandle dich. Geh in deine zweite Phase über. Wenn ich mal treffen würde. Komm schon. Da ist eine zweite Phase. Ich habe gerade vergessen, wie du heißt, aber du kannst mich verschlucken und dann raubst du mir die Energy. Das sollte man möglichst unterbinden und vor allem kann er Kraftwasser, kann sich halt dann heilen. Deswegen sollte man ihn möglichst bombardieren mit Schlägen und wieso greift er nicht an, Leute? Wie gesagt, lasst ihn möglichst wenig machen. Er kann, wie gesagt, Kraftwasser einsetzen und das ist eine regenerierende Attacke. Ja, genau das meine ich. Egal, wir machen ihm genauso viel Schaden, wie er uns austeilt, wie er sich heilt. Jetzt benutzt das schon wieder. Ausgewichen. Ich habe ihn gerade ganz gut im Griff, glaube ich. Ja, Fischdex ist erledigt. Fischdex ist das Teil. Stirb! Schon wieder Kraftwasser. Er heilt sich, der Feigling. Ja, er kann, wie gesagt, eine Zunge ausfahren und dann verschluckt er uns. Ich will jetzt aber das Netz nicht zulassen. Sondern den schnellstmöglichst besiegen. Gut gemacht, Jenny.
Ich glaube, für die Peitsche braucht ihr erst ein bisschen Distanz, um da Schaden mitzumachen. Ja, jetzt ist er erledigt. Klauenorb erhalten. Ich danke euch. Mein Name ist Froster. Ich werde euch helfen. Frost, von nun an könnt ihr meine magischen Kräfte verfügen. Jenny kann die Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Hell yeah! Und da geht meine Angriffszauber. Yeah! Und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Jenny aus dem Schwert ja eine Eisklinge machen. Dann kannst auch du die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. Ihr habt noch eine neue Mana-Waffe. Den Speer! Gehen wir? Froster schließt sich an. Ich muss gleich meinen Zauber ausprobieren. Gut, ja, ich denke mal auf die Zeit. Ich denke mal, ich werde euch noch die Zauber zeigen. Hier waren ja gleich Gegner und das müsste auch recht fix gehen. So, ich zeige euch mal die Angriffe mit der Magie. Und wir fangen bei Jenny an. Hier ist jetzt unsere Magieanzeige. Das heilt uns. Das heilt uns von Statusproblem. Und das ist die Eisklinge, die werde ich gleich mal benutzen. Und Jenny kann durch Frosters Hilfe... Nein, das war sie nicht. Was denn? Ja, Frostwelle, Säureregen und Energiesog. Energiesog zieht KP ab. Frostwelle ist ein normaler... So ein Magieangriff, den zeige ich euch jetzt mal. Ja. Das ist eine Magieattacke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Secret of Mana wieder, wenn es dann weitergeht im Abenteuer von Darky, Wacky, also mir, und Jenny. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski, Leute.